Herzlich willkommen zurück zu New World und zwar mit einem weiteren Level Guide, da wir ja jetzt in der Vollversion sind und nicht mehr in der Closed Beta. Solltet ihr das hier feiern, könnt ihr gerne Bewertung lassen oder auch mal den Twitch Livestreams dabei sein, würde mich sehr freuen. Also, in New World gibt es grob gesagt vier Wege XP zu kriegen, einmal durchs Townboard, einmal durch die ganzen Quests, sei es Fraktions-, Neben- oder Hauptquests, dann einmal durch Portale oder Dungeons, halt eben Gruppenaufgaben und dann einmal als passiven XP, den ihr beim Abbauen von Bäumen, beim Häuten und beim Herstellen kriegt. Das, auf das ihr euch weiterhin konzentrieren solltet in New World, ist das Townboard, meiner Meinung nach, da ihr hier, auch wenn es jetzt seit der Closed Beta sehr, sehr oft genervt wurde, immer noch sehr, sehr viel XP kriegt für Dinge, die ihr nebenbei beim Questen einsammeln könnt, wie zum Beispiel Steine, die ganzen Hasen, Truthähne, kriegt ihr alle nebenbei ab Straßenrand, könnt ihr die mitnehmen, kriegt dabei hier sogar noch Federn. Ihr levelt dabei eure Häute-Skills und kriegt dafür noch XP. Und mit den Federn könnt ihr dann hier auch wieder Aufgaben abschließen und so weiter und so fort. Wenn wir schon beim Nebenbei mitnehmen, beim Questen sind, solltet ihr euch auf jeden Fall, wenn ihr in eine neue Siedlung kommt, alle Nebenaufgaben annehmen. Ihr solltet alle drei Fraktionsquests annehmen, sodass ihr hier so ungefähr wie hier mehrere Quests sehr nah beieinander habt oder sogar manchmal zwei Quests am selben Ort, wie zum Beispiel jetzt hier beim Dungeon. Und somit könnt ihr für praktisch den gleichen Weg viel, viel, viel mehr Quests abschließen und nebenbei noch die Townboard-Aufgaben machen. Bei den Fraktionsquests ist zu beachten, dass ihr hier ganz oben links steht, einen täglichen Bonus für drei Quests habt. Das heißt, wenn ihr drei Quests hier abschließt, kriegt ihr dafür nochmal extra XP. Ich weiß nicht genau, wie viel es ist, aber ich habe teilweise pro Tag 5000 XP, nur wenn ich drei von denen abgeschlossen habe am Anfang, bekommen. Das solltet ihr immer im Hinterkopf behalten, das heißt, ihr solltet mindestens pro Tag drei solcher Fraktionsquests abschließen. Des Weiteren solltet ihr, immer wenn ihr aufhört zu spielen, in einer Stadt stehen bleiben. Ganz einfach deswegen, da ihr einen Ausgeruhtheitsbonus bekommt, den ihr unten im Levelbalken als so leicht grün oder grau hervorgehoben dann sehen werdet, mit dem ihr auch nochmal deutlich schneller levelt. Um eure Waffenskills nebenbei immer sehr gut aufleveln zu können und auch bei den Gegnern einigermaßen gut noch XP mitnehmen zu können fürs Töten, solltet ihr immer euch in Zonen bewegen, die auf eurem Level sind. Ganz einfach deswegen, weil ihr da mehr Waffen-XP kriegt und auch mehr XP für euch. Da braucht ihr aber meistens eigentlich nicht drauf achten, denn wenn ihr einfach immer hinter der Hauptquest hergeht, solltet ihr automatisch ab Level 25 zur Amreim-Ausgrabung kommen, die ihr absolviert, dann direkt Level 26 seid, weil ihr da, wenn es gut läuft, drei Quests, die Haupt-, eine Fraktions- und noch die Nebenquest direkt hier oben vorne an der Anreim-Ausgrabung abschließen könnt, mit denen ihr sehr, sehr viel XP bekommt. Und sobald ihr dann Level 26, so wie ich, seid, könnt ihr hochgehen nach Lichtholz. Dort habt ihr dann wieder eine höhere Zone, das Ganze seht ihr hier auch hier unter dem Namen, welche Gebiete für welche Level geeignet sind. Und da seht ihr 26 bis 35 ist hier das Ganze angegeben. Dort solltet ihr euch auch einigermaßen schnell hinbegeben, sobald ihr ungefähr das Gefühl habt, dass ihr nicht sterbt bei den 35er Gegnern und euch einigermaßen wohlfühlt. Immer wenn ihr Quests macht, solltet ihr darauf achten, dass ihr diese Fragezeichen mitnehmt. Ganz einfach deswegen, weil ihr da, sobald ihr nur in die Nähe kommt, schon wieder XP fürs Erkunden kriegt. Hier haben wir zum Beispiel ein Fragezeichen direkt bei der Quest mit bei. Also noch mehr XP für euch. Nicht zu vernachlässigen sind natürlich auch die Briefe, die ihr immer lesen solltet.
da ihr pro Stadt, glaube ich, mindestens 10 Briefe habt, diese mal 100 XP pro Stück und dann kommt ihr schon mindestens auf 1000 XP pro Stadt, die ihr einfach geschenkt bekommt. Aufgaben hier am Townboard solltet ihr immer löschen, da manchmal Aufgaben drunter hervorkommen oder halt neue direkt wieder erscheinen, solltet ihr immer drauf achten. Habt ihr jetzt hier so wie ich das Problem, dass ihr zum Beispiel kein Frischholz habt oder so wie ich teilweise keine Federn dabei hattet, könnt ihr einfach hier an den Handelsposten gehen und hier solltet ihr immer sehr, sehr geringwertige Rohstoffe kaufen. Ganz einfach deswegen, weil ihr hier für sehr, sehr wenig Geld sehr, sehr viele Dinge kriegt. Und hier 66 Federn für 10 Münzen, das ist nicht gut. Ja, ich hatte 800 Federn für 8 Münzen, aber ja, da muss man natürlich darauf achten, dass man da ab und zu mal gute Dinge abgreift. Dies solltet ihr aber auch wirklich nur für die Grundrohstoffe tun, denn wenn ihr die höherleverigen Stoffe oder Ressourcen direkt kauft, wie zum Beispiel Eisenbarren, Stahlbarren, habt ihr das Problem, dass ihr eure Fähigkeiten wie die Schmelzofenfähigkeit, die Holzverarbeitungsfähigkeit und so weiter vernachlässigt. Und das hat den Nachteil, dass ihr dann, wenn ihr Stahlbarren nicht freigeschaltet habt, auch niemals eine Aufgabe für Stahlbarren oder Rohholz bekommt, die euch am Townboard aber wieder mehr XP geben. Deswegen solltet ihr mal schauen, dass ihr das immer sauber auflevelt. Auch ganz einfach deswegen, weil ihr hier, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr braucht Bauholz oder Rohholz und verarbeitet es hier, dann kriegt ihr hier auch nochmal ein bisschen XP. Das ist nicht viel, aber wenn ihr da größere Mengen braucht schon, lohnt sich das auf jeden Fall schon. Gerade wenn ihr da einfach mal 300 XP beim Verarbeiten bekommt und zusätzlich 1500 XP von der Townboard-Aufgabe. Dann kommt ihr schon auf 1800 XP, was nicht schlecht ist. Um möglichst viel XP in den einzelnen Zonen zu bekommen, solltet ihr auch beim Gebietsruf immer nachschauen, dass ihr dort XP auswählt, da ich nach meinem Wissensstand nur in den unteren Leveln die Möglichkeit habt, XP-Bonus auszuwählen, den ich auch immer mitnehmen würde. Ganz einfach deswegen, weil es das Spiel passiv deutlich erleichtert. Aber das ist jedem selbst überlassen. Wer jetzt sagt, ich möchte ganz schnell sammeln, dann sammelt da ganz schnell, damit ihr noch schneller die Ressourcen fürs Townboard zusammen habt, wie ihr wollt. Ich nehme immer XP mit. Zum Schluss haben wir dann noch diese roten Punkte hier. Die es meistens in den unteren Leveln jetzt, wo die meisten Spieler noch sind, nicht mehr so oft gibt, da das Ereignisse sind, die, glaube ich, nicht so schnell wiederkommen. Ja, also hier waren heute, wenn man sich morgens einloggt, sind ganz, ganz viele hier. Ab 25 in den niedrigen Zonen und in den höheren Zonen dann ab 35 sind die Portale am Start, die auch sehr, sehr viel XP geben, gerade weil ihr hier 1, 2, 3, 4, 5 und dann noch am Schluss ein großes sechstes am Start habt, die ihr nacheinander, wenn ihr das richtige Level habt, abschließt könnt. Das solltet ihr auf jeden Fall immer probieren mitzunehmen. Dort bekommt ihr dann auch relativ viel Waffen-XP, da die Gegner meistens auf eurem Level sind und ihr halt eben kämpft. Alles in allem kann man also sagen, ihr solltet euch am besten auf das Townboard konzentrieren, dort Aufgaben annehmen, möglicherweise auch die gleichen, wenn ihr hier, so wie ich, zu viel Schnellreiseressourcen habt, könnt ihr auch in alle 4 Städte alle 20 Minuten mal reinreisen und dort dann einfach mal das Townboard abchecken. Und wenn ihr dann seht, dass ihr an 2 oder 3 Townboards die gleiche Mission wie zum Beispiel die Truthähne oder die Hasen habt, die für alle zählen, könnt ihr somit das Dreifache oder Vierfache an XP bekommen, indem ihr halt eben für den gleichen Zeitaufwand, da ihr dadurch 2 Quests erfüllt. Während ihr euch dann auf die Townboard-Aufgaben konzentriert, nebenbei Holz sammelt und auch teilweise Eisenerz, um dann Eisenbarren herzustellen,
solltet ihr auf jeden Fall immer weiterhin danach schauen, dass ihr die Missionen alle annehmt, zusammensetzt und hier hinten dann einfach alle auf einmal abschließt. Meiner Meinung nach solltet ihr auch alles mitnehmen, was ihr auf dem Weg zu einer Quest seht. Ganz einfach deswegen, weil ihr da Level kriegt, weil ihr da Leder kriegt, weil ihr da Fleisch kriegt für wieder Rationen, für wieder Townboard-Aufgabe, Rohleder wieder für Townboard-Aufgabe. Also ihr kriegt eigentlich alles, was ihr braucht, einfach nur, wenn ihr nebenbei die Augen aufmacht und alles mitnehmt, was ihr mitnehmen könnt, solange ihr genug Platz im Rucksack habt. Also jetzt zum abschließenden Wort. Kombiniert die Aufgaben, schaut, dass ihr immer für den gleichen Zeitaufwand das Doppelte an XP bekommt, indem ihr deutlich mehr Aufgaben am ein und demselben Ort abschließt oder beim nebenbei herlaufen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.